Aber ich werde gewinnen, so. Ich werde es zeigen jetzt hier. So, lila, warte mal, lila. Oh ja, so, jetzt vielleicht muss ich das. So, jetzt aber. So, blau. Lila. Rot. Orange. Gelb. Grün. Orange. So, jetzt so. Wetten, jetzt kommen nochmal neue Fragen. Willkommen bei Wetmis lustigem Ratespiel. Schwarz-Weiß. Los, los jetzt, ey. Mitmachen ist kinderleicht. Kinderleicht, ja. Ganz einfach. Ich bin gespannt. Frage 1. Welche Farbe haben die Rocky Mountains in der Weinwüstenwildnis? Orange. Frage 2. Welche Farbe hat Jims Fell? Fell von Jim? Blau. Gelb. Frage 4. Ja, jetzt gewinnen wir sie auch nicht. Das Halsband. Grün. Frage 5. Welche Farbe hat der Fisch, den man auf der linken Schulter einer Patrouillenuniform des örtlichen Sicherheitsdienstes findet? Fisch, linke Schulter, gelb. Oh, jetzt bin ich gespannt, letzte. Und unsere letzte Frage lautet: Welche Farbe hat der Pfeil, der im Trickreich den Weg zu Wagmi weist? Pfeil Wagmi rot. Wenn es jetzt die richtige ist, wäre sie auch nicht. Herzlichen Glückwunsch! Ja! Hä? Wo ist das jetzt hier landet? Vor der Tür oder was? Ach da! Wo ist denn das Paket? Wagmi Springbohnen. Hm. Springbohnen. Jetzt weiß ich auch, wo ich damit hin kann. Ich denke mal. Er hat ja gesagt, ich soll ihm was von Wagmi zeigen. Das habe ich ja jetzt. Dann kann ich nämlich den Automat ausprobieren. Und dann werden wir ja sehen, was wir bekommen. Wenn wir den Hammer bekommen, kann man zum Beispiel zu dem Spiel, zur Spielothek gehen. Und das eine Spieler gewinnen. Ich bin gespannt, ob das jetzt klappt. So. Hier, mein Freund. Ich hab was. Ich glaube, diese Wagmi-Sprungbohnen beweisen doch wohl, dass ich zahlender Kunde bin. Aber ja doch, ja. Bitte, nur zu mit dem Präsentomat. Er steht Ihnen zur freien Verfügung. So, ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier... Oh, die darf ich behalten. Mal gucken. Muss ich da jetzt irgendwas drücken? Wie funktioniert das jetzt? Stopp-Schalter. Mal. Aber wir haben ja immer noch unseren Trostpreistreffer. Da fühlt man sich doch gleich besser. Darf ich das jetzt nochmal? Oh, ich dachte jetzt, ey. Darf ich das alles holen jetzt? Wir haben einen Gewinner. Sie nehmen diesen herrlichen Wagmi Megamagneten mit nach Hause. Mhm. Mit seinem patentierten Anti-Rutschgriff, dem leicht zugänglichen An-Ausschalter und mehr. Ich darf das jetzt dreimal machen, dass ich alles kriege. Wo ich jetzt mal, wie ich das dreimal machen kann. Ja. Muss natürlich alles treffen. Jucken, also einfach eigentlich. Sie, mein Freund, sind der glückliche Gewinner des Wagmi Ulti-Hammers. Ja.
Das werde ich den, das werde ich den Oktopus mal was zeigen. Das beste Prügelgerät der Welt. Dankeschön. So, und die letzten zwei, ich weiß nicht, ob das Ausrufezeichen auch was zählt. Ich glaube schon, oder? Hey, gut gemacht. Wir reichen Ihnen die Hand zur Gratulation, mein Freund. Gummihandschuh. Oder zumindest einen Handschuh. Dankeschön. Wozu ich die Dinge brauche, weiß ich jetzt zwar noch nicht. Aber naja. Ungern, mein Sohn, aber das hier ist ein Geschäft, nicht die Wohlfahrt. Achso, jetzt gibt's nichts mehr. Ich sag's ja nur ungern, mein. Okay. Ich geh schon. Und zwar werde ich jetzt zur Spielothek gehen. Moment. Mir fällt da auch noch was ein. Da komme ich, glaube ich, eher vorbei. Und zwar. Pass auf. Ich habe nämlich eine Idee. Und zwar den Magneten hier. Hier ist doch das Teil wahrscheinlich reingefallen. Kann ich doch den Magneten nehmen, das Ding? Ah, ist da? Aha. Wie lautet doch das Sprichwort? Es gibt mehr als einen Weg, einen Heuhaufen zu durchsuchen. So, kann ich das hier gleich einsetzen? War es das hier, wonach ihr gesucht habt? Oh, sie liebes, süßes Etwas. Sie haben das fehlende Teil vom Butterer gefunden. Sie liebes, süßes Etwas? Meine Güte, ich bin so aufgeregt. Bekomme ich Milch oder Butter? Bauch voller Schmetterlinge. Oh, es kribbelt schon am Euter vor Spannung. Entschuldigen Sie mich kurz, Gentlemen. Hm. Dann steck mal an. So viel? Jetzt wurde so befriedigt, die Kuh. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Oder doch, ich weiß es. Nehmen Sie die ersten beiden Stücke. Für jeden eins. Okay. Danke. Wir können es gar nicht erwarten, reinzubeißen. Butter kriege ich. Zwei Stückchen Butter. Margarine war doch schon großzügig genug. Okay. Und natürlich nächste, das haben wir die auch befriedigt, auf Deutsch gesagt. Jetzt können wir doch. Erstmal mit der Butter zu unseren Bäckerfreunden gehen. Ich glaube, die haben noch Butter gesucht, oder? Oder was Teig, weiß ich jetzt auch nicht. Ach, die kann ich aufteilen. Achso, gut. Einmal für euch. Oder was? Habt ihr das nicht gebracht? Yippie! Vielen Dank! Bitteschön! Vielen Dank! Die andere Butter weiß ich nämlich auch schon. Keine Ursache! Und zwar bei dem komischen Hund. Also, ich weiß nicht, ob es klappt, aber ich denke. Butter! Oh, vielen Dank, Freunde! Und jetzt möchte ich euch mit den Köstlichkeiten meiner Kunst vertrauen. So, was kriegen wir jetzt? Oh, Freude! So. Geh mit Teig oder so, oder? Hier, ja. Bitte. Ein Klumpen ganz frischer Teig. Lecker! Oh, es war so ein wunderbares Gefühl. Also es ist nur einmal Butter reinschmissen und schon kommt ein Teig meine raus. Güte, ich bin ja so glücklich. Ich auch. Völlig und restlos glücklich. Fantastisch, erstaunlich, wunderbar glücklich. Wenn nur Reh hier wäre, um sich mit uns zu freuen. Vielleicht finden wir den ja noch, diesen Reh. Mann, das hat aber nicht lange gehalten. Ja, haben wir wohl eine glücklich gemacht. Können wir ja wieder gehen. So. So, jetzt komm her, Typ. Jetzt bist du dran. Komm mal her. Grüße, du mit Tentakeln versehener. Tachchen, Kraki. So, lass mich doch mal an dein Ding spielen. Also, an dein Automat. Hey, warum König? Also, König Nick ist, wie drücke ich das jetzt richtig aus, ein bisschen bescheuert. Ich will nicht nochmal über ihn reden. Okay. Der Typ ist so fröhlich, dass mir ganz flau davon wird.
Also, zockt was oder verschwindet. Ja, ich zocke. Wie ich zocke, wirst du sehen. Kraftometer mal einen verplecken? Klar, nur zu. Na, warte. Warte ab. Oder muss ich den mit dem Hammer ansprechen? Oder macht er das automatisch? Ich dachte, er macht es automatisch. Okay. Na warte. Hör doch auf, dich zu blamieren. Ja, jetzt ist damit Schluss. Mein Hammer ist so. Aber größer als ihrer. Wie kann ich das jetzt machen? Dürfte ich ihrem Kraftometer mal einen jetzt? Klar, nur zu. Hier ist ihr Glückshammer. Nein, danke. Ich habe meinen eigenen mitgebracht. Hey, niemand hat nichts davon gesagt, dass sie ihr eigenes verfluchtes Werkzeug mitbringen dürfen. Außerdem hilft ihnen dieses sperrige Ding auch nicht weiter. Wie mein alter Papp schon immer gesagt hat. Fingerfertigkeit, du blöde, nichtsnutzige Qualle. Und immer das richtige Werkzeug benutzen, na, warte. Das die Aufgabe erfordert. Muss sehen. Außerdem stinkst du wie eine faule Muschel. Ein weiser alter Herr, mein Papp. Darauf wette ich. Also schlage ich vor, sie nehmen das Ding jetzt runter, bevor ich... Na. Immer dran denken, wir sind hier in Niedling. Bevor sie sich ihren armen, kleinen Rücken überdehnen. Oh, aber wenn sie das Ding benutzen wollen, nur zu... Na, warte ab. Erstaunlicherweise hatte dieser Hammer keine durchschlagende Wirkung. Wie mache ich das jetzt? Wie kann ich das jetzt machen? Das geht nicht. Ist ja doof. Ich dachte, das geht. Das ist doof. Da fehlt vielleicht noch irgendwas. Ah, fuck. So kostümvoller kann ich auch noch nicht, oder? Dann kann ich hier oben hin mal. Stempeln kann ich ja leider noch nicht. Verlockende Idee, aber wahrscheinlich keine gute. Nee. Da fällt mir nur noch eins ein, und zwar zu diesem. Das wird also das letzte sein, was wir jetzt machen. Also wenn es denn klappt, und zwar zu dem Arnold Schwarzenegger-Verschnitt hier gehen. Und dann mal den mal ein bisschen auflaufen lassen. Also, wenn ich mir das so klappt, wie ich es mir vorgestellt habe. So, dann kommen wir her hier. Probieren wir das mal. Und zwar Butter, und so muss man das mal hier einreiben. Fast alles geht besser mit Butter. Ja. So, dann zeig mal deinen Trick nochmal, bitte. Alter Kumpel, ihr müsst mich verwechseln. Ich bin weder alt noch ein Bergmann. So. Dann zeig mal deinen Trick. Die Übung da sieht aber reichlich gefährlich aus. Also, wenn ich das machen müsste, ich hätte Angst, mir den Hals zu brechen. Aber Sie haben ja keinen, also brauchen Sie sich da auch keine Sorgen zu machen. Es ist für mich völlig ungefährlich. Ich halte meine Ausrüstung in Dopeform. So wie mein Body. In diesem Falle, wenn es keine Mühe macht, also ich würde diese Übung gerne nochmal. Dann mach mal. Einverstanden, ihr Ziergelanden. Ich so, führe Sie ein. Es wird dein Maul gestopft, vor, mein Freund. Damit ihr seht, was ihr niemals erreichen werdet. Brichst dir einen Hals, sind er nicht. Was? Was? Oh, müssen's schon vor? Kommen Sie mal wieder rein, wenn Sie weniger Zeit haben. Fettiges Pferd abzugeben geht gegen meine religiöse Überzeugung.
Das könnte ich vielleicht das Teil benutzen. Deswegen auch immer ohne. Und wie fühlt es sich an, körperlich in spitzenmäßiger Spitzenform zu sein? Hast du mal ein Aspirin da? Überall, wenn du. Das ist da oben lang gelaufen. Aber Moment! Ah! Ach du Scheiße! Ach du liebe Jüte! Ne, warte, dann machen wir schneller was. Wenn ich immer dabei bin. Kommen wir denn zu reden? Wir sind kurz. Wieder da! Na, wenn das nicht das dynamische Duo höchstpersönlich ist. Ihr seht ja mal wieder umwerfend aus, Jungs. Na doch, komm mit mir reden. Du bist also bereit, uns deinen Mantel zu geben, wenn wir dir etwas, Du machst doch bestimmt Witze. Oder willst du wirklich behaupten, du konntest dir die Beschreibung nicht merken? Ich möchte etwas, das ich den ganzen... Aber ja, das kennen wir schon. Ja. Ich bewundere... So, was ist hier passiert? König Nick war sehr nett zu mir, obwohl ich ja ein Fremder in dieser Gegend bin. Oh ja, er ist einfach ein Schatz. Aber er sollte wirklich mal versuchen, etwas öfter an die frische Luft zu gehen. Findet ihr nicht auch? Ich denke mir immer, diese gelbe Hautfarbe kann doch einfach nicht gesund sein. Ich andererseits habe ja jede Menge frische Luft und Sonne. Sogar ein bisschen zu viel Sonne, genauer gesagt. Darum trage ich ja diesen Hut. Er ist nicht nur ein unverzichtbares, ja, modisches Accessoire. Ich würde bloß noch fragen, wenn den Hauster. Vor UV-Schäden. Ganz unter uns. Wenn ich nicht aufpasse, wird mein Haar so ausgetrocknet und schwer zu bändigen. Wie Stroh, wirklich. Aber es ist doch Stroh. Oh, vielen Dank, ich trage es heute offen. Die Scheune ist ja ein einziges Katastrophengebiet. Lass mich raten. Widerlus? Wer sonst? Er hat alles in Sichtweite mit seinem widerlichen Strahl gezappt. Ein Zap-Zap hier und ein Zap-Zap da. Hier ein Zap, da ein Zap. Überall ein Zap-Zap. Überall ein Zap-Zap. Du musst ja schreckliche Angst gehabt haben, dass Widerlus dich auch zappen würde. Hatte ich auch. Nur gut, dass ich so schnell weggelaufen bin. Ja, gut, ja, dass du... Weggelaufen? Nur ein kleiner Scherz. Okay. Ja, wir müssen dann mal weiter. In Ordnung, Jungs. Aber vergesst euren Freund die Fütterscheuche nicht. Nein. Haltet mich auf dem Laufenden. Tommy, jetzt soll ich da rinzugehen. Laufen könnte. Oh, ich müsste vielleicht mal. Margatrine? Polyester? Na so, Marga? Und was zur Hölle? Polly. Bestien der Bestrafung. Klopfen okay, da guck mal. Steaks. Was zur Hölle? Also guck mal nächstes Mal hin. Was ist das denn hier? Das ist ein SM-Laden geworden, okay? Halt's ab. So, jetzt, vielleicht, weil ich jetzt hier Kraft getankt habe, habe ich vielleicht das jetzt? Probieren wir es doch nochmal, los. So, jetzt auch. Möchte ich Ihrem Kraftometer mal einen verplecken? Klar, nur zu! Hier ist Ihr Glückshammer! Nein, danke. Ich hab mein. Ja. So, bin mal gespannt. Freilich. Oh, jetzt schafft das. Und? Hau das Ding kaputt, ey. Jetzt boing. Boing, noch ein. Ja. Was? Das ist unmöglich. Ich meine, naja. Und krieg ich jetzt dafür was? Gratudings da Lehre und so. Glaub ja nicht, ich sei beeindruckt. Du weißt ja, was man über Jungs sagt, die einen großen Hammer brauchen. Mhm. Okay, Krakengesicht. Wo ist unser Chablis? Ja, hier. Achso, da können wir, genau. Ihr habt ja den blöden Schnaps. Wein. Hey, das ist kein Chablis. Hier steht, das ist Captain Blaubeers Pflaumenwein. Was ist doch für den Wolf denn? Ich hoffe, ihr erstickt beide daran. Jetzt kann ich dem Wolf den geben.
Da können wir auch noch Glocken aufsammeln. Noch irgendwas? Wie viel Spaß kann einem so ein kaputtes Kraftometer schon machen? Knifflig, sagte Deep Thought. Insgesamt würde ich den Spaßquotienten eines kaputten Kraftometers bei etwa 1,5 ansiedeln. Warum willst du das überhaupt wissen? Will ich ja gar nicht. Oh. So, mehr ist hier, glaube ich, nicht. Kraftometer. Nö. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal hin, wo die Scheune plus war. So. Und so. Stellen wir uns hier hin. So. Dann haben wir doch heute einiges geschafft, man. Ich habe jetzt schon fast anderthalb Stunden an Aufnahmematerial, ja, was ich denn zuschneiden kann. Also sind sehr gut vorangekommen. Das Trickreich sogar auch fast abgeschlossen. Im nächsten Part geht's dann wahrscheinlich ins Überland rein, da wir dem Wolf den Wein geben können. Also hoffentlich nimmt er ihn auch an. Ja, dann bedanke ich mich schon mal, dass ihr zugeschaut habt und dass ihr Mal und Flax hier auf ihrem Weg weiter begleitet habt. Man, im nächsten Part wird es ja noch bekloppter hier mit diesem, oben da mit diesem SM-Studio oder was. Also, ich glaube, es wird, ich habe es ja gesagt, es wird immer verrückter, immer bekloppter. Aber naja, das ist auch der Charme bei diesem Spiel. Viele verrückte Charaktere, aber auch sehr viele lustige Sachen. Also es wird, glaube ich, noch, soweit ich in Erinnerung habe, noch viel, viel, viel mehr bekloppt. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part im Übelland wieder dann. Wo es dann wohl zu den ersten feindlichen Begegnungen kommen wird. Okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal, euer Retro Jolie. Und damit Retro Jolie out.